Cap erfunden hast, heißt Sepp Birnkammer und ist heute bei uns bei On3 Südwild. Herzlich willkommen. Servus. Setz dich. Sepp, also du hast was dagegen, dass wir alle nur noch übers Netz, über SMS und so kommunizieren. Bist du jemand, der dann nie online ist? Doch, ich bin schon online. Aber wenn Menschen sich so richtig begegnen, dann wäre es halt toll, wenn sie über weitere Strecken auch kommunizieren könnten. Ja, und dafür gibt es jetzt das ShepCap, ja? Ja. Mit 100 Tragarten. Heißt das jetzt, dass jede Tragart von diesen Hunderten schon irgendwas bedeutet? Also so, hallo, ich habe Hunger oder so? Nee, das noch nicht. Also zuerst soll eine Community entstehen oder soll sich Leute einfach informieren. Da kam ein bisschen Wasser runter. Also es soll über die Welt gehen. Das heißt also, jemand, der einen Hut in Japan aufhat, soll mit dem in Australien kommunizieren können. Als Grundinformation. Das soll sich dann einfach entwickeln, weil ein Kommunikationsmittel muss ja über Kommunikation sich entwickeln, finde ich. Also das heißt, im Idealfall stellst du es dir so vor, wir laufen irgendwie auf der Straße lang, jeder hat sein ShepCap auf und ich sehe dann auf der anderen Seite, der trägt ihn so und so, der will mich jetzt anmachen. Ja, anmachen oder er hat Hunger oder möchte einfach kommunizieren. Also wenn ich den Hut so habe, ich will in Ruhe gelassen werden oder ich will mit jemand Sport machen oder reden oder tanzen oder irgendwo am Baggerweiher oder am Waikiki Beach zu sagen, hallo, hier. Guck ja, mal. Ja. Da, es hat schon funktioniert. Das ist sozusagen, hier bin ich, hier möchte ich ganz alleine sein. Ganzer Hochstatus-Hut ist das. Also das ist die Balotelli-Tragform jetzt, ja? Also das heißt, hallo, ich bin ein Hochstapler. Kannst du uns das mal zeigen, wie das dann funktioniert? Wie man das dann faltet? Ja, ich muss dann das Ding weglegen. Also das ist, ich halte es dir. Ja, okay. Das ist ganz einfach, das ist der Double Twist, der geht so. Es ist an Napoleon angelehnt und man kann natürlich auch dann so drehen. Aber grundsätzlich wäre es halt... Zeig mal, was du noch kannst. Ich gebe mir mal 30 Sekunden und du zeigst uns mal möglichst viele Tragarten. 100 wirst du nicht schaffen. Also soll ich... Das hier wären schöne Hüte sozusagen, die kann man natürlich dann modifizieren, so tragen oder wie gesagt nur einmal durch. Entweder so, so schräg, so runterdrehen. So, so, edel. Oder halt, wie gesagt, über Krägen. Das ist hier sozusagen natürlich Hochstatus. Ich glaube, das könnte man nicht noch so eine Stunde weitermachen lassen jetzt. Das ist aber dann schon wieder milder. Das wäre jetzt hier milder. Und wenn man es natürlich dann hochträgt, ist man wieder ganz lässig und... einfach. Aber kapiert habe ich es noch nicht ganz, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dann einen anderen sehe, der denkt sich bei so, bei Hallo, ich habe Hunger zum Beispiel, die Aussage, da denkt er sich ja vielleicht eine ganz andere Tragart aus als ich. Und schon können wir überhaupt nicht gut kommunizieren. Ja, das soll sich einspielen. Weltweit soll es einspielen, dass man Grundformen entwickelt, die könnte man heute hier einmal entwickeln. Die Community ist ja nicht so groß. Ja, lass machen. Komm, wir legen jetzt mal hier heute bei On3 Südwild, legen wir schon mal von dieser ShepCap-Community die erste Tragart fest und was sie bedeutet. Sagen wir mal, machen wir es ganz einfach. Ich möchte gerne mit dir quatschen. Ich möchte, wir könnten jetzt zum Beispiel so machen, so eine Art Lippe. Ja, das ist doch super. Ich sehe auch schon ganz viele. Probiert mal die Lippe jetzt. Also kannst du es nochmal vormachen? Also einfach so halten und einmal durch. Also so halten, einmal durch und dann so aufsetzen. Und damit signalisiert ihr alle, dass ihr total gesprächsbereit seid. Das finde ich total cool. Was meint ihr denn, Mädels? Kann das funktionieren? Also würdet ihr das auch so im Alltag aufsetzen? Ich weiß nicht. Ich glaube eher weniger. Warum jetzt? Okay, vielleicht muss nur ein bisschen in den Trend kommen, aber nur schaut es echt lustig aus. Wie ist es bei euch? Ich gehe nochmal hier rüber. Was glaubst du denn? Kann sich mit dem ShepCap eine ganz eigene Sprache entwickeln, mit der wir kommunizieren können? In der heutigen Zeit mit Sicherheit, dass sich da Sprache entwickeln kann. Die Welt ist offen, wir kommunizieren über das Internet und warum auch nicht. Ja, dir steht das auch schon super. Ich traue dir zu, dass du da so mit rumläufst. Kann man das denn noch modisch ausbauen, Sepp? Ja, auf alle Fälle. Dass auch die Mädels mit dabei sind hier. Ja, natürlich gibt's. Man kann natürlich das auch mit einem Clip zum Beispiel. Es gibt Clips mit Blumen. Ich mach mal einfach so. Schau. Oh.
Das ist natürlich jetzt ein schicker Sommerhut. Wenn hier Blume drauf wäre, wäre es natürlich noch eleganter. 16,90 kostet so ein Chapcap. Sag mal, hast du das auch schon immer irgendwie erprobt? Also hier sind die Meldungen ein bisschen durchwachsen, aber hast du schon mal geprüft, wie es funktioniert? Ja, schon, natürlich. Also es hat eine große Jugendgruppe hat es das gekauft, um auch zu kommunizieren mit anderen. Es gibt ein Treffen mit 10.000 Menschen, Don Bosco. Und da hat die deutsche Delegation hat sozusagen den Hut oder die Scheibe und will damit mit anderen Leuten kommunizieren. Was natürlich auch interessant ist, dass wir Spiele entwickelt haben. Man kann mit einem so einem Chapcap kann man 22 tolle Spiele machen. Vom einfachen Wurfspiel bis hin zu einem systemischen Beraterspiel oder Kreativitätsspiel. Okay, also es ist einfach auch da, um die Kreativität anzukurbeln. Genau. Also man muss es auch nicht ganz so bitter ernst nehmen. Was macht dich denn aber sicher, dass diese nonverbale Kommunikation tatsächlich in Zukunft mal funktionieren könnte mit der ChapCap-Community? Also das gibt es ja auch in der jüngsten Zeit, wenn man denkt, die Occupy-Bewegung, die haben auch irgendwie, die machen das so und teilen gewisse Informationen über Hunderte von Leuten oder Tausende von Leuten hinweg mit durch Zeichensprache. Oder nehmen wir es ganz einfach, wir kennen es von Brian, das Leben des Brian mit dem Schuh. Heutzutage hat der Schuh eine ganz andere Bedeutung. Wenn wir in den Nahen Osten schauen, wenn man einen Schuh irgendwie hingehalten bekommen hat, hat es einfach eine Aussage, also ja, ein Feedback sozusagen. Okay, wir sind gespannt, was aus dem ChapCap noch wird. Also wir wissen spätestens, wenn es funktioniert, wenn wir mal irgendwann auf der anderen Straßenseite einen sehen, der es dann bereits trägt. Dankeschön, Sepp.